Heute treffen Aris Agiris und ich den Grazer Bühnenbildner Walter Vogelweider. Seit 1990 ist er als freischaffender Bühnenbildner tätig. Neben Bühnenbilder für zahlreiche Theaterproduktionen im deutschsprachigen und asiatischen Raum entwickelte Walter Vogelweider auch Ausstattungen für Events, wobei er unter anderem mit namhaften Künstlern wie Mikis Theodorakis, Peter Justinov oder Ennio Morricone zusammenarbeitet. Aris und Walter kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit am Münchner Gärtnerplatztheater, wo Vogelweider das Bühnenbild für die gefeierte Rigoletto-Produktion entworfen und Aris die Titelpartie gesungen hatte. Für beide wurde es ein großer Erfolg. Herzlich willkommen, Walter Vogelweider in Wien, zu unserem Gespräch. Erstmal noch einmal jetzt in einem Videoformat tausend Dank für dieses fantastische Bühnenbild, das du gemacht hast. Danke dir. Ich habe es eben so genossen, dir bei den Proben immer zuzusehen und zuzuhören. Ich glaube, es war eine schöne Sache, oder? Ja, das war eine tolle Zeit und wirklich die Wirkung dieses düsternde Bühnenbild hat wirklich, die Leute waren begeistert. Das hat so gut funktioniert und mit dem Konzern mit Herr Föttinger zusammen war unglaublich. Vielen Dank und ich hoffe, das ist nicht das Ende, dass wir uns irgendwie wieder treffen. Ja, hoffe ich auch. Hat auch Spaß gemacht. Ich war so, auch gerne. Du bist eine von den Personen, dass ich in der Social Media immer sehe, mit der ganzen Corona-Krise, hat euch auch betroffen. In Österreich, es ist schon ein Chaos, hat viel Chaos verursacht. Ja. Wie war das? Quasi, okay, wir sind jetzt in einer anderen zeitlichen Phase, aber... Naja, ich sag mal, also ich habe so vier Meinungen, nicht? Eine persönliche, also private, eine berufliche, eine faktenorientierte, ja, und... Also die private, für mich war das war mal so, dass ich am Anfang gedacht habe, gut, ich kann jetzt aufholen. Alles, was ich bin ja ein Workaholic und ich liebe es zu arbeiten. Ich habe mir gedacht, so gut, schauen wir mal, wie lang das ist. Und die erste Woche und habe aufgeholt. War in der ersten Woche auch schon fertig und habe mir gedacht, gut, ich könnte jetzt eigentlich alles weiter verschicken und war zufrieden. Und in der zweiten Woche musste ich mir dann eigentlich klar machen, dass ich ein Workaholic bin und auf Entzug. Aber ich war noch geduldig und ich fand auch, dass die schnellen Entscheidungen gut waren zu dieser Zeit. Ich glaube, das hat man gut gemacht. Ja. Die dritte Woche war dann schon, da musste die Vernunft irgendwie greifen. Ich habe angefangen zu rechnen, was kann sein. Man hat aber auch von den Theatern nichts gehört. Also das fand ich irgendwie eigenartig. Alle die Theatern, dass du die Produktion jetzt fertig gemacht hast quasi. Ja, genau. Also ich kenne natürlich viele und habe dann sozusagen privat angerufen und eine war klar, sie können nichts entscheiden, sie wissen nichts, sie hoffen aber, dass sie alles verschieben können. Und Mess wäre ja in München im Gärtnerplatz gewesen, das ist jetzt sozusagen offiziell abgesagt worden. Naja, jetzt sind wie viele Wochen vergangen? 7, 8, vermutlich. Ja, ich war mit. Ich glaube schon 9, ja. 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 Und mittlerweile stellt sich für mich raus, halt, dass der Shutdown gut organisiert war, aber ich persönlich habe halt das Gefühl, dass unsere Regierung, wie sagt man, es gibt ja so ein Sprichwort in der Krise, die Klugen suchen nach Lösungen und die Dummen nach einem Schuldigen. Und ich habe das Gefühl, dass es sich auch besser regieren lässt und managen lässt, wenn man Angst verbreitet und das entspricht schon sehr, sage ich mal, so ein bisschen dem Auftritt von Kurz. Wobei, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber heute quer gelesen habe, dass die Grünen sehr viel initiiert haben und versucht haben, alles schon etwas früher aufzulockern. Keine Ahnung, sind nur Gerüchte aus Medien. Was wirklich stimmt, weiß ich nicht.
War das so, was ich gelesen habe, dass ein Brief ist so entdeckt worden, dass es war eine Absicht, damit ein Protokoll war das, ja. Ein Protokoll. Ja. Wobei ich beschäftige mich ja ganz gern auch mit Marketing bzw. Public Relation und Propaganda. Also der Begriff Propaganda wurde vor dem Zweiten Weltkrieg von dem zweifachen Neffen von Sigmund Freud, wie er da immer so stolz erwähnt hat, zu Public Relation umgenannt, weil die Amerikaner diesen Begriff nicht wollten. Also Meinungsbildung bewusst, das hat man immer schon gemacht. Das ist grundsätzlich auch legitim. Es ist nur brutal, wenn man es so manipuliert und es sozusagen für den persönlichen Vorteil und dann halt Fake-Fakten sozusagen oder falsche Fakten rauslässt. Ich glaube, dass vielleicht das gar nicht so böse gemeint war, wie es de facto aber dann funktioniert, wenn man sagt, die Bevölkerung muss Angst haben. Ich glaube, dass das auch dort zu Hause beheimatet ist, bei den Politikern, dass sie halt in ihrer mittlerweile ausgehöhlten, dekadenten Struktur von PR einfach auch Opfer dieser Struktur geworden sind und das Volk wirklich als Volk behandeln und es herabgelassen sozusagen auch behandeln und dann sagen, ja, die Masse, wenn die nicht Angst hat, dann können wir sie nicht lenken. Wobei das gar nicht vielleicht so schlimm gedacht ist, wie es dann aber kommt. Ne? Also man ehrlich sein. Ja. Wie geht es mit ehrlich sein? Warum das muss das genau. Angst einfach gelenkt sein? Warum? Naja, ich glaube, das ist mit, also alle Fakten an den Tisch legen, das hat ja auch gezeigt, die Zeit, dass viele Informationen nicht unbedingt hilfreich sind, weil die Intelligenten fangen dann an zu diskutieren und die Dummen fangen auch an zu diskutieren, aber halt ziemlich absurde Theorien, ne? Das geht bis so weit, dass irgendwie alles eine Intrige ist, irgendwelche Telefonmasten sind schuld an Corona oder sonst. Ich meine, wir haben einen Präsidenten auf dieser Erde, der seinem Volk empfiehlt, was zu spritzen. Das sind das? Ja, und die haben, also ich meine, was soll man sagen? Es gibt viele, die den akzeptieren, also das ist doch paradox. Und es gab auch einige, die das versucht haben und das natürlich nicht gemacht haben. Das muss man nicht. Also allein aus dieser Tatsache heraus verstehe ich dann schon mal den Moment, dass man sagt, es wird viele geben, die das nicht verstehen und wenn wir alles rauslassen, gibt es eine Panik. Aber ich denke halt auch, Offenheit ist und Wahrheit ist vertretbar, denke ich. Ne? Ich sehe das auch, ein Spruch von mir oder ist nicht meine Weisheit, Wahrheit schafft Klarheit. So schlimm es manchmal ist, obwohl wir leben gerade in einer Zeit, in Deutschland wird sehr kritisiert, dass die Grundrechte eingeschränkt werden. Ja. Gleichzeitig aber auch sind die Leute, die das kritisieren, Beschränker der Meinungsfreiheit, empfinde ich manchmal so. Denn ich glaube, es ist legitim, wenn Menschen, ob mit großer Bildung, kleiner Bildung, in so einer existenziellen Frage auch Fragen stellen. Muss natürlich jetzt nicht in Richtung Aluhut gehen, darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich stelle fest, immer dann, wenn es aus den Wissenschaftskreisen eine relativ positive Stellungnahme gibt, kommt postwendend eine zweite Welle oder, wie ich vorhin gelesen habe, die zweite Welle kann sogar eine Megawelle werden mit Masern und Windpocken im Gemisch. Und das schließt sich an dem, was du sagst, mit Angst. Und wie heißt es so? Angst ist kein guter Ratgeber. Ich glaube auch in der Kultur. Das ist, aber Angst ist ein gutes Mittel, ein Volk zu führen. Ja, natürlich. Und daraus auch natürlich dann dieser etwas hysterische Aufschrei von bestimmten Aluhutträgern vielleicht. Also ich finde, nach 4 Wochen hätte die Regierung jetzt hier in Österreich schon konkret sagen können, wie es mit einem Plan steht für diverse Unternehmen. Und das haben sie nicht geschafft, definitiv nicht, bis heute nicht. Ich weiß von einer Zusammenkunft von Autoren und Regisseuren, es war dann auch öffentlich in den Nachrichten,
die einen Vorschlag unterbreitet haben. Und nach 14 Tagen Nachfrage haben sie gesagt, sie haben noch keine Zeit gehabt zu lesen. Also das ist schon eine unglaubliche Arroganz. Wir haben alle viel zu tun, wir sitzen ja nicht einfach nur dumm da. Und was ich bei uns vermisse, ist die Aussage, die in Deutschland sehr wohl getätigt wurde, nämlich, dass es eine Zumutung für die Demokratie ist. Ja? Und trotzdem, das hat bei uns niemand gesagt. Ganz im Gegenteil, der Kurz hat gemeint, naja, vielleicht darf man das eine oder andere, muss man das Auge zudrücken, wenn die Gesetze halt nicht ganz befolgt werden. Und das geht halt gar nicht. Da ist seine Verwandtschaft, sage ich jetzt, zu bestimmten Strukturen schon da. Und da kann man ihm dann schon auch unterstellen, dass er vielleicht noch einen Hintergedanken hatte, wenn er sagt, das Volk muss Angst haben. Ja, ja. Eine, für mich, in Österreich, ihr wart die Künstler sehr, sehr präsent gegen die ganzen Maßnahmen oder der Planungslosigkeit der Regierung. Früher als wir in Deutschland. Wir in Deutschland, wir sind, ich glaube, immer noch, wer ist wer, was macht er, wer bewegt sich, wer nimmt die Verantwortung für etwas. Bei euch war schneller und ihr wart wahrscheinlich noch kompakter zusammen. Trotzdem. Also wir fingen auch früher an, oder, mit dem Shutdown? Nein, ich meine, ja, doch, trotzdem. Die Geschwindigkeit der Reaktionen war, vermute ich, Detlef, war schneller in Österreich als in Deutschland in diesem Sinne. Deswegen hat Kurz auch in Deutschland sehr, sehr viele Fans. Aus welchen Gründen auch immer. Aber gibt es Ergebnisse in dieser ganzen Sache? Okay, die Frau Lunacek ist zurückgetreten. Aber trotzdem, gibt es Licht in den Tunnel? Gibt es bestimmte Pläne für mich? Naja, es gab jetzt einige Besprechungen. Es ist ja, wie du richtig sagst, auch Herbert Föttinger hat sich auf die Hinterbeine gestellt und hat einfach eingefordert. Weil offensichtlich war, dass Frau Lunacek jetzt von diesem Amt, das sie bekleidet hat, halt auch von keine Ahnung hat. Sie hat von Trainern gesprochen und Trainingseinheiten und nicht von Regisseuren und Proben etc. etc. Und da gab es überhaupt keine Struktur und keinen Vorschlag. Und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass es konkret etwas gibt. Es gibt einfach Lockerungen. Und die Lockerungen beziehen sich dann, in 2 Wochen gibt es dann 500 Sitzplätze frei. Und also im Grunde sind wir ja bald, wären wir theoretisch ja, schließen die Häuser hier in Österreich früher, gehen früher in die Sommerpause als in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob das Länder unterschiedlich ist. In München ist das ja erst im Juli, glaube ich. Ja. Und im September, also Herr Föttinger möchte im September mit den Proben beginnen und eröffnen. Er hat seinen Spielplan vorgeschlagen und gezeigt, in Absprache, wie er betont hat. Martin Kuschei, Burgtheater, hört man gar nichts. Nix. Sehr interessant, wo er doch immer so politisch war. Ja. Interessant. Kein Statement. Ja, guck mal, das, was... Wir haben mit Detlef, du bist der sechste Interview. Es ist immer hier eine komische Situation, dass wir hören nichts viel vom Intendanten gegen oder etwas, eine bestimmte Meinung zu bilden. Es sind 1 oder 2 in einer Theater- und Opernlandschaft von über 100, etwa 120, 130 Theatern in Deutschland. Wie viel waren? Wahrscheinlich 4, 5, wenn ich mich nicht irre. Bei euch, ich bewundere das, es gibt den Mut von den Intendanten und Sänger und Bühnenbildner wie du, die Künstler, die sind wirklich laut und ich beneidige euch ein bisschen, weil ich möchte gerne, dass wir zusammen zusammenhalten und das auch hier tun. Trotzdem, das wird mit der Lockerung, was du sagst, man sagt, die Regierung, wir machen Lockerung, 15. Juni oder 1. Juni aufmachen, aber ohne Plan. Ihr müsst den Plan erzeugen, ihr müsst den Plan machen, nicht die Regierung. Und das ist schon eine Herausforderung, oder? Ja, es ist auch aberwitzig, weil wenn jemand, es geht sicherlich auch um die Haftung, aber wenn jemand ins Theater geht und der holt sich eine Geschlechtskrankheit, haftet das Theater genauso nicht und wenn er sich eine Grippe holt, haftet das Theater auch nicht. Also ich denke, eine
Also was das Proben betrifft oder so, ist es ja, glaube ich, wir kennen das alle, die stehen ja unter Vertrag, sind alle bekannt und das ist ja alles verfolgbar und überprüfbar. Wenn da jemand krank werden sollte, das könnte man ja locker handeln. Dann weiß man ja, wer eventuell wann mit wem geprobt hat. Das ist nachvollziehbar. Ich verstehe das Problem mit dem Publikum. Aber auch da kommt grundsätzlich nichts, ne? Und kein Vorschlag jetzt. Und für die Privatunternehmer in dem Sinne vom Theater, Schaffer oder Theaterlandschaft oder Opernlandschaft, dass die nicht subventioniert ist, diese ganze Reduzierung von Sitzplätzen ist eine Katastrophe. Lieber zuhalten als aufmachen in dem Sinne, oder? Ja, klar, weil also auch worüber die Gastronomen jetzt da klagen, ist der Umstand einfach, dass sie, wenn sie öffnen, nur ein Defizit machen können. Weil sich das nicht ausgeht. Eine Frage an dich als international tätigen Künstler. Nutzt die österreichische Regierung deine Erfahrung? Kommt man auf dich zu? Fragt man dich? Na, auf mich nicht. Es gibt da jetzt für konkret, also es hätte, und das hat ja auch, der Herr Föttinger hat zum Beispiel gesagt, er wurde nie gefragt. Und ich finde, die Intendanten hätte man schon fragen sollen, müssen. Es war veröffentlicht, der Rat, den sie zugezogen haben, das waren Virologen und den konnte man auf der Webseite auch schauen, wer sozusagen der Staat ist, denn die Regierung. Aber konkret wurde da niemand gefragt. Ich glaube, der Herr Kogler ist auch mehr sportaffin und Gastronom, leidenschaftlicher Gastronom-Besucher. Und ich muss gestehen, ich habe noch niemanden von dieser Regierung in irgendeinem Theater gesehen. Auch Freunde von mir, also die sind alle nicht sehr... Mir ist nicht ganz klar, welcher Begriff hier unter Kultur von der Regierung wahrgenommen wird. Ich habe mal auf Facebook böse gepostet, dass die Kultur nicht nur in der Petrischale zu finden ist. Ja, es ist traurig. Na, zumal man sich ja überlegen muss, Österreich, an und für sich eine große Kulturnation, eins der berühmtesten Opernhäuser der Welt, nehmen wir Salzburg noch dazu, dann zwei, immer Aushängeschilder, da macht man sich ja in Salzburg zumindest schon Gedanken, wie es da weitergeht. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich von außen auf Österreich zugucke, da passiert nichts. Und wir haben ja mit der Dorothee Stangelmeier vor einigen Wochen gesprochen, oder einigen Tagen vielmehr. Die ist auch sehr frustriert. Sie hat viele Gedanken im Kopf, aber fühlt sich völlig alleingelassen von der Wiener Politik. Also am Montag gibt es ja eine neue Besetzung. Nachkommen der Lunacek ist wahrscheinlich, also ziemlich sicher, die Andrea Meyer. Mhm. Und das ist eine Kämpferin und die kennt sich aus. Also ich glaube, die hat ja auch Dramaturgie, kommt auch aus der Dramaturgie oder so. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber sie kennt sich mit Theater auf jeden Fall aus. Und was mir so herangetragen wurde, hat man mir auch versichert, dass sie eine Kämpferin ist. Da können wir uns nichts Besseres wünschen, denke ich jetzt mal. Aber darf ich dich fragen, wie war die Situation finanziell in dem Sinne, ich möchte dich ungern fragen, wie es dir geht jetzt mit dem... Ja. Naja, also... Die Schwierigkeit, an das Geld zu kommen, an diese Hilfe... Naja, das ist, ich kenne eine Familie in Prater, ich kenne ein paar Unternehmer und die haben das Problem, dass Österreich irrsinnig verarmtet ist, also ein unglaublicher Aufwand, alle anzumelden, alle Angestellten anzumelden auf Teilzeit und 90 Tage müssen die warten, bis sie ihr Ausgleichsbudget kriegen. Das heißt, ich kenne eine Firma, der hat Fixkosten von 60.000 Euro im Monat und der muss so viel vorstrecken, dass 60, bis er die erste Zahlung kriegt und das ist nur eine prozentuelle. Dann ist es bedingt auf Ausfall, Umsatz und mit dem vorigen Jahr von den 3 Monaten. Also es ist vollkommen absurd. Es gab wohl eine Ausschüttung von 500 Euro und 1.000 Euro, die grundsätzlich mal am Anfang gemacht wurde. Und der Rest ist nur mehr sehr aufwendig und kompliziert. Ja, man kam an das Geld nicht dran eigentlich. Wir haben gehört vom Künstler, genau.
Hilfe, das war quasi unmöglich oder es bezieht sich nur auf Betriebskosten etc. etc. Man konnte nicht dein Leben kosten. Bin ich falsch? Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin in der Sache. Ne? Nein, nein. Also, es ist schon so, dass ich persönlich muss von meinem Ersparten leben und ich habe gerade vor zu übersiedeln. Das heißt, ich brauche neue Einrichtungen und so. Und ja, habe aber auch einen finanziellen Verlust. Also ich hoffe, es ist nicht mehr, es wird nicht mehr, aber eben Absagen hat es gegeben, alle Produktionen, die vor dem Sommer gewesen wären. Und bis jetzt habe ich noch keine Zusage, dass die Produktionen nach dem Sommer nicht abgesagt werden. Es gibt Anfragen und Mails, dass wir zum Beispiel mit einer Produktion in der Semperoper, die Zauberflöte, dass die Werkstätten da jetzt weiterarbeiten und das ist aber erst im Dezember. Also da gehen alle davon aus, dass die Produktion gemacht wird. Ich denke mal, gerade auch für Bühnenbildner ist das ja eine sehr schwierige Situation, denn ich stelle mir jetzt mal vor, wenn ich einen Auftrag als Bühnenbildner erhalte für eine Produktion, eine neue, beginnt ja ab dem Tag meine Arbeit. Jetzt mal in meinem Kopf so vorgestellt. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe eventuell 2, 3 Produktionen, die ich schon gedanklich arbeite und bekomme dann eine Absage, das geht ja über Monate, dass ich dann über Monate stehe, kein Geld, keine Arbeit, ist das richtig so? Ja, ja, natürlich. Also auch bei Mess jetzt, der Gärtnerplatztheater zum Beispiel, war es so, dass es nicht klar war, ob es gemacht werden kann oder nicht. Und ich musste aber trotzdem, das war mit sehr vielen Projektionen gedacht, musste ich trotzdem weiterarbeiten und fertig werden, weil wenn es geheißen hätte, die Produktion kommt raus, dann hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Dann wäre ich hinten dran gewesen. Also war mir klar, ich mache es fertig, auf den Verdacht hin, dass es nicht gebraucht. Das ist psychisch ziemlich brutal, weil die Motivation ist total schwer zu kriegen. Ja? Das ist überhaupt das macht mir total Spaß, ja? Es zu machen. Aber wenn man es für Mistkübel schon macht, dann fehlt jegliche Motivation. Ja? Das ist wirklich schwer. Da war ich froh, dass ich so viel Routine habe. Ich glaube, in dem Sinne von euch Bühnenbildner, Kostümbildner, ihr habt schon die Hälfte des Leistungs ist schon vollgebracht. Ich meine, nein, nicht voll. Ich hätte nur ihr habt schon Arbeit geleistet. Ich war komplett fertig. Also diese Produktion, da war ich fertig und ich hätte nochmal die Proben begleiten müssen und organisieren, gerade bei so einem großen Teil. Und das dann jetzt null Gage. Ja, ich denke mal, das wollte ich einfach mal. Nochmal, ob wir streiten müssen, ja. Genau. Also ein Abstandskonorar, keine Ahnung, wie sich die Theater das vorstellt. Walter, wie siehst du die Zukunft für dich? Die berufliche Zukunft? Also bezüglich Corona oder grundsätzlich? Ja, grundsätzlich. Ich denke mal, das eine geht ja nicht wie das andere. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer nur engagiert wird, wenn man das Gefühl hat, dass man, also niemand möchte einen Loser, sage ich jetzt mal, ja. Also so hart die Situation jetzt ist, werde ich trotzdem optimistisch sein und Gas geben und mich auf die nächsten Produktionen freuen. Das ist sozusagen der kurzfristige aus der Corona-Sicht heraus. Dann grundsätzlich mein nächster Schritt wäre, sage ich mal, mit Adam hätte ich ja Mess gemacht, Adam Cooper, und das kam jetzt nicht zustande. Also der nächste kurze Schritt wäre schon, dass ich schaue, ob wir doch zusammenarbeiten können, weil es natürlich unglaublich unbefriedigend ist, ein Konzept zu entwickeln und es dann nicht auf die Beine zu stellen. Und ich mit Adam Cooper noch nie gearbeitet habe und ich glaube, das wäre was Gutes geworden. Also das sozusagen, mit dem würde ich gerne arbeiten und das wäre so der zweite Schritt, mein nächster. Sonst Herausforderungen annehmen, die sich hier stellen. Die nächste Herausforderung ist Ende des Monats. Das ist nämlich das Übersiedeln. Übersiedeln innerhalb Österreichs oder richtig? Übersiedeln innerhalb eines Hauses. Ich
vom ersten Stock in den dritten. Okay. Und da nehme ich noch eine Wohnung dazu, weil ich dann einfach ein größeres Atelier haben kann. Und ja. Gut, die Zeit ist ja dafür jetzt leider dann da. Genau. Ja. Walter, eine Frage. Ja. Musst du jetzt wegen dieser Corona-Maßnahmen und so weiter, siehst du dich gezwungen, dein Bühnenbildner zu ändern? Das heißt, so zu machen, dass es nicht zu viel körperlicher Kontakt zwischen den Darstellern kommt? Muss man das machen oder lässt deine seine Konzepte in? Also ich finde, dass doch einiges vermischt worden ist. Ja. Ich lasse mir meine Hygienevorschriften nicht vorschreiben. Ja. Und ich finde, wenn jetzt Mädels wie Bubens nach der Toilette sich die Hände waschen, ist das gut. Das wäre vorher auch gut gewesen. Ja. Vielleicht machen es jetzt mehr. Wenn ich krank war, bin ich nie ins Theater, weil das immer eine Katastrophe ist und nicht zu verantworten, weil man hustet auf der Bühne und dann steckt man jemanden an und die Produktion ist gefährdet. Das Bewusstsein habe ich doch immer und Kollegen ja auch. Also klar, man kann dann eine Grippe leichter überstehen und du weißt das besser als ich, wie steht man einen Abend durch mit angeschlagener Stimme? Wie selten gibt man dann das auch noch auf und sagt, ich kann doch nicht singen? Also am Schluss muss der Vorhang immer aufgehen und ich glaube, wir haben da viele Möglichkeiten, uns nicht anzustecken. Und eben, wie gesagt, Hygienevorschriften sind ja auch eine Kultur. Das ist ja... Du hast das angesprochen, weil meine Premiere, Goletto, ich hatte 3 Tage mit deinem Magen-Darm kämpfen und ich war quasi wie eine Zombie. Trotzdem habe ich das durchgemacht. Genau, war großartig. Aber ich weiß genau, was du meinst und ich möchte dich umarmen, was du sagst. Die Verantwortung für diese Sachen in der Arbeit, du, wie du arbeitest. Ich habe dich immer bewundert und geliebt, wie du da arbeitest, aber die Verantwortung auf der Bühne. Ich bin krank, ich bleibe zu Hause. Ich fühle mich nicht gut, ich bleibe zu Hause. Ich komme nicht nah zu meinen Kollegen. Ich versuche alles zu tun, dass der Universum eines Produktions stattfinden kann und nicht durch mich diese ganze Apparat in Gefahr zu bringen. Und das finde ich großartig, was du erzählst. Walter, zum Abschluss, weil wir sind gut in der Zeit, jetzt noch eine allgemeine Frage. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest oder ja, sagen könntest, was erwartest du von deiner Regierung? Was können die jetzt gezielt für dich, für euch Künstler tun? Oh, naja, was wir zu Anfang schon angesprochen haben, also eine Offenheit wäre natürlich schon sehr schön. Ich habe schon das Gefühl, dass unsere Politiker denken, dass sie etwas sagen müssen, was das Volk braucht, also populistisch sind sozusagen, wir müssen jetzt das sagen, weil das Volk wird dann so und so reagieren, weil unser Ziel ist, das und das zu erreichen. Und da sind, glaube ich, die Politiker mittlerweile selber Opfer von der PR-Mechanik geworden und deswegen wirken sie auch so ausgehöhlt. Ich würde mir einfach Persönlichkeiten wünschen, die dann kein Problem haben zu sagen, ja, das war ein Fehler. Stimmt. Allerdings muss man dann auch zugestehen, wenn sich jemand das eingesteht, dass er nicht gleich zurücktreten muss. Trotzdem ist eine Verantwortung eigentlich zu übernehmen, wäre schon auch schön von den Politikern. Gestern Abend war eine Diskussion im Fernsehen mit dem Herrn Strache. Er hat nichts falsch gemacht. Rechtlich ist er nicht zu belangen. Und er sieht auch nicht ein, warum er nicht kandidieren kann. Ein Jahr nach dem Skandal. Also moralisch ist das... Der ganze Ibiza-Skandal, meinst du? Diese Ibiza. Ja, genau. Spanisch-Skandal, ja. Und er sagte nichts, es ist keine Verantwortung. Hat keine Verantwortung. Ja, nein. Und mir ist nichts zu peinlich. So nach der Devise, mir ist nichts zu peinlich, damit ich was? Das soll er in die Kunst gehen. Da kann er nichts anrichten. Aber auf ihn können wir wahrscheinlich auch gut verzichten. Ja, natürlich. Das ist ein anderes Blatt. Wunderbar. Lieber Walter, lieber Aris, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und wir bleiben weiter hoffnungsvoll, wie stets.
Ich wünsche euch beiden einen schönen Abend und danke sehr. Danke auch.